Hallo und herzlich willkommen zu Woche 1 im MTB News Bootcamp. Ich bin hier zusammen mit Fred Abou und wir machen hier in den nächsten 10 Wochen ein Bootcamp, um mich und euch fit für die Saison zu machen. Und heute ist eben Woche 1. Fred, worum geht's denn dabei? Heute starten wir. Wir werden viel Übung zusammen machen. Du wirst sehen, viel mit Stabilität, Rumpf. Ja, wir bleiben in einem, sag ich mal, angenehmen Bereich, Kraftausdauer, nicht so viel Power, dass du das durchhältst. Und ja, wir werden jetzt einige Übungen vormachen, unterschiedliche Stufe, dass jeder was davon hat. Wunderbar, dann los geht's. So, Tobi, wichtig, jetzt ein kleines Aufwärmen für das Ganze, super wichtig, einfach Gelenke schmieren, Kreislauf ein bisschen anregen, ein bisschen warm, nicht, dass du sofort mit Volldampf in die Übung reingehst, mit Verletzungsgefahr ist dann zu groß. Mhm. Wir fangen ganz locker an, einfach geschmeidig. Erste Übung, das kannst du entweder auf der Matte oder auf dem Boden machen. Auf der Matte ist etwas schwieriger, weil die Unterlage gibt nach. Einfach ganz easy schwingen. Ja. Genau, Standbein ist ganz leicht gebeugt. Man versucht, das Kniegelenk zu aktivieren. Mhm. Der Kopf ist gerade, Gesicht nach vorne, jawohl. Wenn du dich stabil fühlst, kannst du dabei Fußgelenk aktivieren, die Ferse mitheben. Genau, wird gleich ein bisschen wackeliger. Ja. Ja. Wie gesagt, ist für jeden was dabei. Und wenn du die Intensität ein bisschen erhöhen willst, kannst du sogar hier leicht springen. Ja, Schwungbein vorne leicht springen. Okay. Ja, schön. Machst andere Seite. Ja, die Übung jeweils 30 Sekunden circa. Ist einfach eine ganz lockere Sache. Wie lange sollte man sich insgesamt vor aufwärmen, bevor man wirklich in härtere Übungen reingeht? Ja, das ist immer die Frage, was mache ich und wie. Ja? Krafttraining, normalerweise soll man sich ein bisschen den Kreislauf davor machen. Das heißt hier, du wirst merken, dein Puls wird ganz langsam stetig hochgehen. Wenn man draußen trainiert, man sagt mindestens 12 Minuten locker, Puls bis 65-70% dann steigern. Mhm. Okay, so, das nächste wäre hier, standbreit, ja, hier, einfach locker, hier, Kopf mitdrehen, genau. Versuch mal die Ferse mitheben, Ferse komm mit, einfach Hüftgelenk mobilisieren, jawohl, schön die Ferse außen, jawohl, Kopf mit, genau. Du kannst die Intensität etwas erhöhen, gehst ein bisschen weiter. Die Wirbelsäule spielt eine große Rolle in allen Übungen. Ja, das ist wichtig, dass da wirklich die Mobilisierung stattfindet. Jawohl. Okay, sehr schön. Dann gehst du auf den Matten, Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand. Und du hebst die Knie ganz leicht. Jetzt haben wir schon mal eine Rumpfstabilisationsübung. Fuß weiter vor. Gehen wir weiter vor, die Knie unterhalb von der Hüfte, genau. Bauchmuskulatur anspannen, leicht krumm, genau. Kein Hohlkreuz, ganz wichtig. Okay. Jetzt versuchen wir das rechte Arme, rechte Hand leicht zu heben. Nur leicht. Achso, okay. Und wechseln. Anfahrt vom Boden lösen. Jawohl. 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 Okay, jetzt sind die Füße im Wechsel. Ja. 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 Und jetzt versuchen wir diagonal. Rechte Hand, linke Fuß. Linke Hand, rechte Fuß. Jawohl. Ja. Das ist mal schon ein bisschen intensiver. Die Knie weiter runter. Okay. Okay. Kannst absetzen. Absetzen. Und dann das nächste. Das linke Bein ist gestreckt. Und jetzt wieder mobilisieren, drehen und wieder zurück. Drehen und wieder zurück. Jawohl, schön den Kopf mitdrehen, ja. Sieht gut aus. Linke Bein bleibt schön gestreckt, jawohl. Komm mal in die Dehnung rein. Okay, und seit Wechsel. Jawohl, sieht gut aus. Jawohl. Genau. Jawohl, sehr schön. So, jetzt haben wir noch eine Übung. Dich auf der Matte hinlegen, auf dem Rücken, in der Rückenlage.
Die Arme zur Seite strecken, Handfläche Richtung Decke, die Beine anwinkeln, die Füße dazu heben, Füße hoch, genau, okay. So, und du gehst ganz langsam zur Seite, hier, nicht übertreiben und wieder zurück, bald wechseln. Genau, du kannst gerne den Kopf ablegen und versuche nach und nach die Amplituden zu vergrößern. Jetzt wird die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur schräge aktiviert, teilweise Rücken. Jetzt versuchen wir die Amplitude noch mehr zu vergrößern. Jawohl. Und minimal schneller. Genau. Mhm. Jawohl, Tobi. Wunderbar. Sah gut aus. Kannst auch stehen. Okay, wie fühlst du dich? Alles gut? Wird warm. Wird warm. Ja. Gut. Fred, wir haben jetzt die ersten Warmmachübungen gemacht. Ich fühle mich gut. Jetzt geht es in die erste Übung rein. Genau. Jetzt ist es aber ja so, vor allem für die Leute, die zuschauen, nicht jeder ist gleich fit. Wie helfen einem denn jetzt die Übungen und wie kann man die variieren? Genau, wir werden jetzt unterschiedliche Übungen zusammen machen. Und jede Übung, bei jeder Übung gibt es 3 Varianten. Ja? Mhm. Leichte Varianten, Mittel und starken. Das heißt, man kann mit dem Impuls, das heißt entweder springen oder nicht springen, die Intensität variieren. Und ja, du wirst sehen, das ist, macht Spaß und das könnte dich ein bisschen fördern. Sehr gut. Das heißt, wir beide und die Zuschauer erleben jetzt hier live mit, wo ich dann zusammenbreche. Ach, du doch nicht. Los geht's. Okay. So, erste Übung. Ich meine, ich fahre hier neben der Matte. Kniebeuge, ganz einfach. Kniebeuge. Runter. Darauf zu achten, ist, dass deine Knie schön in der Achse bleiben. Ja, X-Bein ist ganz schlecht. Dafür Fußzehe etwas zusammenziehen, Fuß aus den Kanten. Und im Achten, dass dein Rücken schön gerade bleibt. Mhm. Das wäre die Basic-Variante. Okay. Ja? Also, dann gucken wir mal. So? Leicht V-Position, ja, genau. Die Ferse ein bisschen weiter auseinander. Minimal, jawohl, sieht gut aus. So. Jawohl. Kopf ist gerade. Ja, versuch mal schön die Ferse zu belasten. Ein bisschen weiter runter. Sieht gut aus. Genau. Schön die Hüftstreckung am Schluss. Ja. Genau. Also ganz nach oben kommen wieder. Jawohl. Ganz gerade machen. Genau. Genau. Die zweite Variante, um die Intensität zu erhöhen, du machst dabei einen Kniebeugensprung. Tief, Sprung. Tief, Sprung. Wichtig dabei immer schön die Abbremsphasen zu kontrollieren. Mhm. Nicht in die Knie runterknallen. Tief. Sprung. Tief. Ja. Und genau. Wirbelsäule. Bleib fixiert. Genau. Jawohl. Mach's sehr gut. Nicht auf den Boden stampfen. Sieht super aus. Jetzt merkt man, die Intensität ist schon ein bisschen höher. Okay. Jawohl. Und die immer auf die Ferse hinten drauf. Genau. Immer wichtig, man kommt wieder zurück auf die Ferse. Okay. Ja? Aber natürlich nicht direkt auf die Ferse springen. Ja. Und die nächste Variante. Hier, Sprung, Sprung. Sprung. Beim Biken kommt sehr oft vor. Richtung wechseln, Impuls, Druck aufbauen. Mhm. Jawohl. 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 Je weiter du zur Seite springst, desto intensiver wird es. Ja. Sieht gut aus. Knieführung ist auch gut. Eine noch. Wunderbar. Ja, sah gut aus. Das wäre die Variante für dich erstmal. Ja. Du hast immer die Möglichkeit, während die Trainingsphase von schwer mittlere oder runter. Ja? Du machst mehrere Runden, das wäre in Zirkelformen. Mhm. Wird trainiert in Zirkelformen, das heißt, dritte Runde, wenn du wirklich merkst, wow, Kreislauf, Beine, du kannst immer wieder eine leichtere Variante. Wie lange mache ich jetzt die Übung? 30 Sekunden Belastung und dann hast du 20 Sekunden Pause zum nächsten Übung dann. So, Tobi, erste Übung jetzt. Es geht um Rumpfstabilität.
gehst auf der Matte, Unterarme stützen, in der Plank-Position, Knie auf der Matte. Unterarme stützen, okay, ganz wichtig dabei ist hier immer zu fixieren, Hohlkreuz ist verboten, die Hüfte möglichst eine Linie weiter runter, Bauch rein, jawohl, sieht gut aus. So, die erste Übung, statische Belastung. Zweite Variante, die Knie jetzt weg vom Boden, Beine sind gestreckt. Achtung, wir bauen kein Zelt, jawohl, sehr schön. Okay, Fußspitze auf der Ferse, egal welche, genau. Fußspitze absetzen, wechseln. Genau, da bringen wir ein bisschen Unruhe in der Übung. Die Tiefenmuskulatur wird jetzt trainiert. Je breiter der Abstand zwischen die Füßen, desto anspruchsvoller wird es. Probier mal kurz. Fuß weit außen, genau, Fuß weit außen. Das gibt Verlagerung. Schreckbaumuskulatur wird mehr angesprochen. Jawohl. Und dritte Variante, Liegestützposition. Okay, hier ist wichtig, nochmal fixieren. Diagonal heben, das heißt rechter Arm nach vorne, Daumen nach oben. Genau. Links, rechts, rechts, links. Genau. Dabei ist zu achten, dass das Becken nicht dreht, sich verdreht. Ja, sehr schön. Jawohl. Bauch rein. Ja. Genau. Jetzt bist du ein bisschen am Limit. Jawohl. Ja. Wird mit der zweiten Übung bei dir starten. Mhm. Dich hocharbeiten und dann mit Sicherheit kannst du die dritte Übung demnächst. Das ist aber auch so. Das sind jetzt nicht nur Übungen, die jetzt nur in der ersten Woche vorkommen, sondern die kommen über die Wochen auch immer mal wieder. Immer mal wieder mit unterschiedlichen Varianten, ja. Und dann kann man sich selber quasi auch so ein bisschen hochstufen und sehen, wie man sich verbessert hat. Genau. Wunderbar. Genau. So, Tobi, gerade haben wir was für die Vorderseite, sag ich mal, gemacht, ja. Jetzt Rücken, Baulage, einfach die Hände zusammen, Stirn auf die Hände. Die Baumuskulatur anspannen, genau, Hohlkreuz immer vermeiden, Beine heben, ist ja richtig, und Kleinbewegung, sieht gut aus. Aktivierung jetzt vom Gesäßmuskel, untere Rückenmuskulatur wird angespannt, jawohl. Jetzt die Arme, sogenannte U-Position, Daumen nach oben, Ellbogen auf Schulterhöhe, hier, Schulterblätter zusammenziehen, Kopf gerade, jawohl, leicht Oberkinn, sieht gut aus. Okay, und die dritte Variante, die Arme, Kleinbewegung, genau. Jetzt, wenn du merkst, der ganze Körper fängt an zu wackeln, hier da unten ist absolut Feuer, arbeitet die tiefe liegende Muskulatur, Rückenmuskulatur, schön weiteratmen. Ja, sieht super aus, sehr gut. Je schneller, desto intensiver. Genau, hier auch. Die Dauer von der Übung bzw. Anzahl der Wiederholungen, 2, 3 Sätze, da merkt man schon, was man macht. 3 Sätze a 30 Sekunden. 30 Sekunden. Genau, wir haben 4 Übungen, 3 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Ja. Und wir machen und dann wieder von vorne anfangen. Richtig. Sehr gut. Ja. So, Tobi, geht weiter. Jetzt eine schöne Übung, Beweglichkeit, Kraft gleichzeitig, 4 Liegestützposition, genau. Genau, immer schön fixieren. Jawohl. Jetzt geht es mit der rechten Hand zum linken Fuß. Zurück. Wechsel. Zurück. Wechsel. Genau. Okay, um die Übung intensiver zu machen, du machst vorne Liegestütze. Und rechts und links berühren. Liegestütze. Rechts und links berühren. Intensität erhöhen. Liegestützen, nur einen Fuß berühren. Liegestütze, Seitwechsel. Kopf nicht hängen lassen, Kopf gerade. Sehr gut. Dann war das der erste Block von den funktionalen Übungen. Genau. Den macht man in dieser Übung in 3 Sätzen, a 30 Sekunden. Richtig. Und immer 20 Sekunden Pause. Genau. Das machen wir jetzt und dann geht's zum nächsten Trainingsset. Jawohl, machen wir so. So, Tobi, alles gut. 5 Sekunden. Achtung. Kniebeuge, Sprung und los. Habt, jawohl, sieht gut aus. Kopf gerade, jawohl, nicht stampfen. Sieht sehr gut aus, sehr gut aus. Jawohl. Denk dran, weiteratmen, ganz wichtig, Sauerstoff. Jawohl, jawohl. Knie bleiben außen. Sehr gut. Noch 10 Sekunden, komm. Jawohl, schön Streckung, Kopf gerade. Ja,
Jawohl, 5 Sekunden. Und geschafft. Jawohl. Und wieder locker. Passt? Sehr gut. Geht weiter. Unterarmstütze. Genau, die Beine sind gestreckt. So. Start in 5 Sekunden. Kopf nicht hängen lassen, denk dran. Los? Jo, alles geht los, komm. Jawohl. Jawohl. Schön fixieren, sieht gut aus. Kopf nicht hängen lassen. Perfekt. Muss nicht schnell sein. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Guter Mann. Mach alles richtig. Jawohl. Und Pause, jawohl. Geht gut? Gut. Ja. Okay. Jetzt nochmal Baulage. U-Position, Daumen nach oben. Start in 5 Sekunden. Ellbogen auf Schulterhöhe. Genau. Bauchmuskulatur anspannen. Und es geht los. Die Beine, jawohl. Die Ellbogen ein bisschen höher ziehen. Schulterblätter, komm, komm. Ja, sieht gut aus. Kopf gerade, weiteratmen. Bewusstbau anspannen, fixieren. Jawohl, Tempo, komm, komm. Komm, noch 5. Sehr schön, okay. Bleib liegen. Also. Start in 5 Sekunden, ein bisschen mehr. Komm, gib dir 5 Sekunden jetzt. Okay, Liegestützposition und es geht los. Einmal lieber. Okay, einmal, zweimal. Okay, Kopf nicht hängen lassen. Jawohl. Jawohl, Kopf nicht hängen lassen. Sehr schön. Ja, die Intensität kannst du selbst regulieren. Ja? Nicht so tief, wenn du kaputt bist. Jawohl. Ja. Kopf gerade. Komm mal lieber. Einmal noch. Komm. Tipptopp. Okay. Kurz Regeneration und es geht wieder von vorne. So, Fred, wir haben jetzt die ersten 3 Sätze schon gemacht. Jetzt geht's in die nächsten 3 Sätze rein? 2. 2 Sätze? 2 Sätze. Sehr gut. Ja. Auch und 4 Übungen. Es geht wieder um genau. Den Rumpf. Rumpfstabilität, ein bisschen Kraft auf den Oberkörper. Wichtig beim Biken. Ja. Ja. Kraft abfangen, auch Stützprophylaxen. Eigentlich da brauchen wir die Kraft und die Stabilität. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, es geht los. Dann gehst du in die Liegestützposition, aber Knie auf der Matte, die einfache Varianten. Schön die Hüftstreckung, Bauchmuskulatur anspannen, Kopf ist gerade. Und jetzt machst du einfach, rotierst du, Arm nach oben, Kopf mit drehen. Jawohl. Und jetzt Liegestütze. Gehst runter, Liegestütze, jawohl. Und jetzt andere Arm drehen, jawohl. Runter, Liegestütze. Sieht gut aus. Schwere Variante ist dann, die Beine sind gestreckt, bist du jetzt hier richtig in Liegestützposition. Versuch mal nochmal hier zu fixieren, jawohl. Kopf mit drehen, lass dich Zeit, genau. Jetzt Liegestütze. Ja, komm, Liegestütze. Ja. Jawohl. Genau, und dann kommt Liegestützrotation, Liegestützrotation. Jawohl. Jawohl. Rotation. Eine noch. Okay. Tipptopp. Wunderbar. Sauber. So, Tobi, genau. Baulage. Jetzt ein bisschen was für den Rücken, Schultern. Okay. Den rechten Arm nach vorne strecken. Daumen nach oben. Linken Arm nach unten. Hier am Körper, genau. Okay. Die Hände am Körper entlang bewegen. Strecken. 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 Sieht gut aus. Jawohl.
Ich versuche mal diagonal Bein zu heben. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Schön lang. Schön lang. Und jetzt die dritte Variante. Beide Füße dazu. Genau. Beide Beine bleiben oben. Strecken. Jawohl. Strecken. Und jetzt gib Gas. Schneller. Paff. Paff. Komm. Hab. Hab. Noch schneller. Hab. 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 Jawohl. Jetzt fängt es an zu arbeiten. Hab. Hab. Sehr gut. Okay, Tobi. Super. Passt? Guck mal, Lieber. Jetzt habe ich was für dich. Schöne Sache mit dem Ball. Liegestützposition auf dem Ball. Das machst du stabilisieren. Bauch rein. Jawohl. Genau. So, jetzt marschieren. Das heißt, rechtes Knie nach vorne. Nicht absetzen. Und zurück. Genau. Dabei Becken fixieren. Keine Rotation. Wunderbar. Sieht gut aus. Zweite Variante wäre dann Sprungwechsel, Fuß vorne absetzen, Springwechsel. Ja, super. Okay, dritte Variante für die Experten, Climber. Komm, hopp, 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 sieht gut aus. Jawohl, super gut. Wunderbar. Da geht was. Okay, so Tobi, jetzt nochmal. Rückenlage auf der Matte. Genau, legen, die Beine sind hier, genau, okay, kannst die Hände hinten, jawohl, und jetzt eine leichte Rotation hoch, genau, Ellbogen zum Knie, nicht übertreiben, jawohl, so ist gut, immer in die Grundspannung bleiben, ja, okay, zweite Variante, weiter in diagonal, jetzt ein Bein wechseln und mit der Hand den Fuß berühren, strecken Bein, strecken, jawohl. Und die letzte Variante. Beide Beine bleiben gestreckt und jetzt geht's. Immer im Wechsel. Zack, zack, zack. Schön weiteratmen. Jawohl. Auf Tobi. Sauber. Streck die Beine. Komm, komm. Kräftigung in der Beweglichkeit. Jawohl. Super Junge. Von nichts kommt nichts. Ja. So, Fred, wir haben jetzt die ersten 8 Übungen schon gemacht. Und das war's eigentlich jetzt für heute, genau. Für ja. Dienstag. Ja, richtig. Was wir jetzt machen, am Donnerstag geht's eigentlich weiter. Wir haben jetzt einen Tag Pause. Richtig. Und dann geht's mit Kraftübungen weiter. Genau, mehr Richtung Kraft, Kraftausdauer. Eine Variante, aber kann man die Anzahl der Wiederholungen bzw. die Intensität mit dem Gewicht und Wiederholung ja. Steuern. Beim Training ist es immer total wichtig, dass man eben nicht nur Intensität hat, also sehr viel trainiert, sondern dass man eben auch seine Ruhephasen hat. Richtig. Und deshalb haben wir es eben so geplant, dass es einen Tag Ruhe zwischen dem jetzigen und dem nächsten Training ist. Und dann gibt es wieder ein neues Video mit anderen Übungen. Genau. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr seid dann eben am Donnerstag wieder mit dabei.